also die Person von mir wollte. Okay. Achso. Ja. Wie sieht's gentechnisch aus? Rang 2, ja gut, das wissen wir ja. 6000 Pünktchen. Mhm, gesucht. Keine drin, alles klar. Jo. Ja, gut. Da sage ich jetzt mal nicht zu. Wir werden heute auf jeden Fall versuchen, ein bisschen weiterzumachen. Wie weit sind wir eigentlich jetzt mit Level 28? Toll. Ganz toll. Richtig weit gekommen. Also wahrscheinlich werden wir heute sogar noch eine vierte Klasse hochspielen. Auf 50. Also vielleicht nicht direkt auf 50, aber ein bisschen höher. Mal gucken. Dann kriegen wir hin. Passt schon. Huch. Ja. Ja. Das ist ein süßer Lala. Ein verdammt süßer Lala. Jo. Daneben waren keine, aber wir haben Money. Habe ich denn? Ich habe. Ein bisschen was haben wir. Frage ist aber. Ich wollte eigentlich auch ein paar Minuten eher. So, dass ich ja eine Daily noch reinkriege. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ja, knapp aus. Mal gucken. Oder ich lasse das erstmal. Weil ich weiß doch nicht, was ich jetzt dieses hochspielen will. Vielleicht sah ich nachher einfach nochmal kurz den Bonus ab. Nee, wir machen das. Wie viel brauchten wir hierfür? 6000. Okay, deswegen wollten wir keine Wertmarken kaufen. Ich verstehe. Okay. Kriegen wir das hin? Könnte ich rein theoretisch auch die Sachen hier mal machen. Wenn ich an alles irgendwo in der... In der Snecke wäre Tempel von Quan. Asphalt, westlich. Muss das alles verstreut sein? Das kriegen wir nicht mehr hin. Siehst du, es ist wieder vor? Wupp, wupp. $6 Monate Aidari Rainbow Aidari Boeing. Hoffe, es werden noch ein paar mehr Monate Aidari Love Aidari Rukio. Und bis dahin habt ihr mich noch aufgeladen und ich gehe euch auf den Keks Aidari Love Aidari Rainbow. Das macht mich nervös. Wahrheit, danke für dein Reset. Vielen, vielen lieben Dank. 16 Monate schon. Aber trotzdem macht mich dieses Vorlesen echt nervös. Du bist bei den Emotes. Ich hatte das Gefühl, das ist aber so in dreifacher Geschwindigkeit. Aber ich kann es nicht umstellen. Es geht nicht langsam einzustellen. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar, ey. Ich weiß, ich freue mich, hat die Stimme schon geändert.
Warum ist die so schnell? Das ist ja furchtbar. Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Okay. War so gar nicht. Stellt man das da ein? Doch, stellt man da ein. Ich guck gerade mal kurz, ob man. Aber ich glaube, ich kann das tatsächlich nicht. Das ist keine Geschwindigkeit. Nee, nur Lautstärke. Lautstärke kann ich einstellen. Ja, gut. Seltsame Sache. Immer halber Dankeschön. Ich hab doch nichts verändert, lass mich raus. In ist wieder so kurz mit aufs Handy, will man noch fix mein Essen verbraten heute Abend. Oh, was gibt's denn? Was machst du dir denn? Was gibt es zu essen? Ich muss gerade einmal noch was anderes nachgucken. Achso, ich bin nur noch bei 170. Weiß ich, erneuert sich das von selbst? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das ist einfach mal so. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Mal gucken. Jo. Es wäre jetzt mehrfach die Frage. Oh, ich wäre erst bei die Dinger. Ja gut. Müsste man mal irgendwann mal machen, ne? Rein theoretisch. Ich bin immer so unschlüssig, was man als erstes macht. Jo, wie weit waren wir denn? Hexenstübchen. Ich glaube, das war jetzt das Ding, wo wir kurz vor Hauke sind, ne? Machen wir, glaube ich, das erstmal. Wir machen erstmal Story. Glaube ich, das einfachste erstmal. Nebenbei gucke ich in den einzelnen Regionen, ob ich das Ding hier für die Stadtsteller machen kann. Weil ich will eigentlich die zwei Dailies. Gut, PvP kann ich machen. Das wäre jetzt kein Problem. Möchte ich eigentlich machen. Für die nächste Klasse, wenn ich sie denn heute freispielen sollte. Ich habe hier aber immer noch nicht. Also ich habe hier meine Tasse. Da habe ich immer noch nicht entschieden. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich in Ulda weitermache. Weiß nur nicht. Welche Klasse? Jetzt denken wir den Bonus kriegen, aber ich habe keinen Bock. Aber ich habe auch keinen Bock auf den Taumaturgen. Auf mehr Mediker habe ich noch keine Lust, die blöde Quest zu lesen. Auf den Schurken habe ich auch noch nicht so wirklich Lust. Ich habe meine Lieblingsklasse halt einfach schon fertig. Ich komme einfach nicht drum rum. Aber gut, die ekelhaftesten Inis habe ich ja noch nicht. Also sollte ich es vielleicht jetzt schon machen. Mal gucken. Aber wir machen erstmal Story. Und schauen, wie weit wir nach Hauke sind. Wie viele Level wir da gemacht haben. Je nachdem werde ich das noch gucken. Oh, Eldaria, was verschafft mir die Ehre? Deinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, bist du vermutlich nicht hier, um eine Tasse meines köstlichen Kräutertees zu genießen, nicht wahr? Also, nö, eigentlich nicht. Ein hübsch gearbeiteter Knopf. Er sieht wertvoll aus und dennoch. Ich kann mich nicht entsinnen, dieses Lilienwappen schon einmal gesehen zu haben. Warum fragst du nicht bei Bernadette am Etheritenplatz nach? Mein Hexenstübchen ist beliebt, ohne Frage. Doch am Etheritenplatz kommt normalerweise wirklich jeder Besucher Gridanis vorbei.
Die Chance, dass Bernadette schon einmal jemanden mit solch einem Knopf gesehen hat, ist relativ groß. Ich weiß, hier sind überall noch Quests. Aber die nehme ich noch nicht an. Das eine ist ja, glaube ich... Palast der Toten, glaube ich. Du bist auf der Suche nach dem Besitzer eines Knopfes. Wie sieht das gute Stück denn aus? Ein Zierknopf, würde ich sagen. Es tut mir leid, aber so einer ist mir noch nicht untergekommen. Daran könnte ich mich bestimmt erinnern. Wir Gredanier haben schließlich eine Schwäche für weiße Lilien. Was gredanische Sitten und Bräuche betrifft, ist meine Kollegin Singult sehr belesen. Sie ist in der großen Waldschanze in Alt-Gredanier stationiert. Warum suchst du sie nicht einmal auf? Weil das ein Kilometermarsch ist? Okay. Einfach nicht mehr raus haben. Ist auch nett. Also doch, ich hab's drin. Jetzt Pikniergilde. Weil spätestens, wenn wir mit der Klasse hier 49 erreicht haben, geht's an die Klassenquests. Und dann können wir direkt die nächste Klasse uns besorgen. Gott. Muss ich jetzt mal das hinsetzen. Alte Frau braucht Platz. Oh. Bernadette schickt dich. Ich hoffe inständig, dass ich dir helfen kann. So ein gutes Gedächtnis wie meine Kameradin habe ich nämlich lange nicht. Ein solch wertvolles Stück wäre für eine gewöhnliche Gredanier unerschwinglich. Ein Knopf wie diesen trank höchstens artig oder gefeierte Helden. Ja, gefeierte Helden, ne? Gut, passt. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Vor dem Wohngebiet der Helden sah ich neulich einen älteren Elesen, der einen eben solchen Knopf an seiner Jacke trug. Du weißt, wo der Eingang sich befindet, nicht wahr? Überquere einfach die kleine Brücke westlich von hier und biege dann an der nächsten Abzweigung rechts ab. Krieg ich ein Navi? So eine Navi-Ansage. Bitte biegen Sie links ab. Im Kreisverkehr nehmen Sie die rechte die dritte Ausfahrt. Rechte, genau. Oh, schön. Aber bevor ich da reingehe, will ich erstmal was anderes gucken. Wie viele Begleiter habe ich eigentlich? Nicht viele. Dann passt das doch. Hi. Ja. Ja. Beamothorn. Dass ich mir alles kaufen werde, ist ja klar, ne? Ich weiß nur nicht, was das erste ist. Da habe ich tatsächlich bis jetzt keine Ahnung. Werde mir aber erstmal die Pets hier einverleiben. Ich habe sowieso einen Narren an Pets gefressen. Ich habe ein Zeigerhändchen. Mein schwarzes Schokobo-Küken. Ob ich glücklich bin? Oh ja, das bin ich. Toll. Ich hab mein Behemoth. Mann. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Tolles. Mal gucken. Oh Gott.
müde. Meine Augen brennen nur dezent. Was kann ein alter, gebrechlicher Mann für euch tun, mein Kind? Ja, guck mal. Ob ich diesen Knopf schon einmal gesehen habe, fragt ihr? Oh, wie könnte ich dieses Wappen je vergessen? Die weiße Lilie ist das Jäger der Familie D'Artagnan, wie auch immer. Doch sagt, wie seid ihr in den Besitz dieses Schmuckstücks gekommen? Ihr fandet ihn an der Leiche einer jungen Frau, deren Gesicht grässlich entstellt war? Wie furchtbar. Ich wünschte, ich hätte das nie mit anhören müssen. Doch es scheint, als könnte ich der Wahrheit nicht länger entfliehen. Ja, viel zu lange schon habe ich die grausame Realität verdrängt. Es ist an der Zeit, über das tragische Schicksal zu sprechen, das Lady Amandine widerfahren ist. Seid ihr so gut, einem alten Mann Gehör zu schenken? Wow, das hat einfach mal für ein ganzes Level geholfen. Das werde ich einfach fucken. Ja. Eine Waffe, die ich wahrscheinlich nicht gebrauchen kann. Nein! Eine Waffenkiste, die unnütz ist. Zumindest für die Klasse. Nun denn, meine Liebe, ich will euch berichten, was ich an traurigen Fakten kenne. Eins nämlich diente ich dem Haus D'Artagnan. Lady Amandine, das Oberhaupt des Hauses, war eine bildhübsche und kluge Frau. Doch die siebte Katastrophe raubte ihr erst die Schönheit und dann den Verstand. Um ihr grässlich entstelltes Gesicht zu heilen, ließ sie sich mit unheilvollen Mächten ein. Eine Gruppe maskierter Männer in schwarzen Roben bot ihr Hilfe an. Doch ihre Mittel wurden von Tag zu Tag grotesker. Es war ein Albtraum. Uns Dienern schnitt man bei lebendigem Leibe Stücke unseres Fleisches vom Körper. Es hatte ganz den Anschein, als geschehe dies nur zu sadistischem Vergnügen. Die armen Hausmädchen aber wurden gefoltert. Ihre hübschen Gesichter richtete man grausam zu, dann umgebracht. Es war unfassbar. Mir trug man auf, die Leichen unauffällig verschwinden zu lassen, doch bei der erstbesten Gelegenheit setzte ich mich ab. Nie wieder wollte ich an jenen Ort des Schreckens zurückkehren. Selbst die Erinnerungen an ihn verbannte ich aus meinem Gedächtnis, um mir einen letzten Rest Seelenheil zu wahren. Doch so sehr man die Realität auch verdrängt, sie holt einen immer wieder ein, wie es scheint. Nun, ich bin glücklich, dass eine rechtschaffene Abenteurerin wie ihr sie mir in Erinnerung gerufen hat. Denn ich spüre, dass sie die Kraft besitzt, diesen dunklen Mächten zu trotzen. Ich bitte euch, macht diesem Spuk ein Ende. Das Anwesen der D'Artagnan, das Hauke Herrenhaus, befindet sich im Westen des tiefen Waldes. Möge Norfolk euch schützen, meine Gute. Ach ja. Wobei Hauke finde ich gar nicht so schlimm. Hauke geht sogar. Meine Ohren wieder dicht sind. Ja, sind so. Jo. Also, Hauke. Bitte lass uns schnell eine Gruppe finden. Ja. Jo. Wolf. Okay, Reittierchen. Hallo, dieses Glitzingettchen. Brauche ich hier immer noch den Baumkronenbussard? Ja, gut, ne? Hat das ja super geklappt, dass ich den nachhole. Ich könnte jetzt, ne? Aber ich tue es nicht. Ich habe eine Abneigung gegen Fates. Und zu wissen, dass ich sie später machen muss, gewisse Sachen, wenn ich sie haben möchte, kriege ich jetzt schon zu viel. Hi. Servus. Nein, lass mich in Ruhe. Kleine Pikeniere sind nicht zum Fressen da.
Beziehungsweise Dragoons. Bin ich schon Dragoon. Das ist, glaube ich, aber erst die 35er, ne? Ja. Hui. Hui. Und runter. Wunderbar. Achso, ich konnte mich einfach noch nicht bewegen. Nein, Hauke. Teilnehmen. In der Zeit. Ist da irgendwas? Nö. Okay. Habe ich die Klassenquest schon mal? Ja, komm. Ach ja, da kann ich ja noch gar nicht hin. Oh, Schande über mein Haupt. Ich habe mich ja immer noch nicht harmonisiert da hinten. Das würde ich mit dem Kopf machen, wenn er nicht festsitzen würde. Ich würde den wahrscheinlich auch irgendwo vergessen. Okay, gut. Die Richtung. Oh, heute ist Tag des Vogels, hä? Oder Drache? Nee, Vogel. Drachenvogel? Ich weiß nicht, was es ist. Ein Beno, ja. Oder Benno, oder wie auch immer. Ich weiß beim besten Willen nicht. Adler? Alke? Drachenfalke? Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Hühnchen? Übergroßes Motiv ist Hühnchen? Ein Langhalsküken? Da müsste ich hin, um mich harmonisieren. Ich glaube, das hier wird auch ein Gebiet sein, wo ich einfach nicht questen kann. Wobei noch geht's. Je nachdem, mit welchem Level ich da gleich rauskomme. Alle. Servus. Erstaunlich, du bist schon hier. Du lernst schnell, wie es trainieren. Auch unter dem Azur-Drachenreitern ist es trainieren ein außergewöhnliches Talent. Kaum einer ging je mit solcher Leichtigkeit mit der Kraft des Drachen um, als ob ihm der erste Azur-Ritter widerstanden wäre. Ritter Haldrath. Um es mit solch einem mächtigen Gegner aufnehmen zu können, musst auch du zu einer vortrefflichen Drachenreiterin werden. Ich habe das beides zusammengelesen. Deshalb möchte ich, dass du dich dich einer speziellen Prüfung an der Lanze unterziehst. Aber erst einmal solltest du etwas mehr von unserer Geschichte erfahren. Es kann nie schaden, seine Wurzeln zu kennen. Weißt du von unserem endlosen Kampf gegen die Drachen? Der Krieg begann vor etwa 1000 Jahren. Zu einer Zeit, als die heilige Stadt Ishgard blühte und pulsierte. Unsere Vorfahren, die früher in den Ebenen im Süden lebten, brachen unter der Führung des tatkräftigen Thordan, der in der Gunst der Kriegsgöttin Halone stand, zum gelobten Land auf. Hierher ins zentrale Hochland von Körthas. Aber unterwegs gelangten sie zu einer tiefen Schlucht und Thordan befahl, eine Brücke darüber zu spannen. Plötzlich griff ein Drache an, der gefürchtete Nidhogg. Thordan wurde von dem Drachen und den von ihm in Bann geschlagenen Leuten in den Abgrund geschleudert und starb. Da nahm sein Sohn Haldrath den Speer und griff den übermächtigen Drachen an. Hallo Zuret, bist du schon wieder mit der Kettensäge unterwegs? Und wie durch ein Wunder gelang es ihm, dem Untier ein Auge auszustechen und es in die Flucht zu schlagen. Genau dieses Auge ist heute Ishgards wertvollster Staatsschatz. Das Auge des Drachen, das Nidhogg damals verlor. Wenn jemand von mangelnder Sehensstärke es berührt, wird er unmittelbar von der unheimlichen Kraft des Drachen durchzuckt, die ihn zu beherrschen versucht. Auch als Haldrath das schauerliche Objekt berührte, drohte er einen Augenblick, sich selbst zu verlieren. Doch seine Rechtschaffenheit behielt die Oberhand und er konnte die Kraft des Drachen in sich aufnehmen.
Das war der Beginn der Zurdrachenreiter. Ich weiß, du denkst, man müsste die Kraft des Drachen verdammen und verabscheuen. Ja, aber Heidrat sagte, solange wir die Rechtschaffenheit hochhalten, der die heilige Stadt Ishgard sich von nun an weihen soll, so wird auch der Zurdrachenreiter nicht gegen die gefährliche Kraft des Drachen verlieren. Du blickst konsterniert. Denk nicht zu viel. Die Rechtschaffenheit ist das zentrale Glaubenskonzept der Ritter von Ishgard. Du bist eine Abenteurerin, also sorge du für deine Art der Gerechtigkeit. Aber genug der geschichtlichen Exkurse. Nun steht die Praxis auf dem Programm. Den genauen Inhalt deiner Prüfung wird dir Brumont, wie auch immer, am Hexenschund verraten. Zuret, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Trotz, dass du mit Kettensäge unterwegs bist. Muss ich hin? Da oben muss ich hin. Müde, no. Wie geht's dir wie mir? Ich bin auch müde. Obwohl ich eigentlich lang und viel geschlafen habe. Aber ich glaube, das ist das Problem. Dass ich eben viel geschlafen habe. Aber ich fühle mit dir. Himmelswehr. Aber hey, wir schaffen es endlich mal, das Ding da oben freizuschalten. Ich befürchte noch fast, dass wir durch den Inhaltshelfer rein müssen. Ich habe da kein Problem mit, aber trotzdem. Nee. Mal hochziehen. Ich glaube, als CD würde ich halt eh kein Ding kriegen. Nein, naja, ist egal. Spielen halt Inhaltshelfer. Ja, ich weiß, wie das geht. Danke. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe den Inhaltshelfer schon mal benutzt. Danke, Square. Ich weiß noch, wie das funktioniert. War zwar mit einem anderen Char, aber danke. Ganz wichtig, zuallererst, das da. Juhu. Inhalt betreten, das kann lustig werden. Oh, das geht da hinten los. Das dauert so ewig lange. Oh. Aber ich bin froh, dass es die Möglichkeit mittlerweile gibt. Ich will nur aufpassen, dass ich nicht so viel ziehe. Wieder kleine Schritte gehen. Ja, toll, ich habe das Ding überdreht. Toll. Ganz toll. Hi, Servus. Grüezi. Hallo. Aber hey, ich muss nicht um meinen Loot würfeln. Ich bekomme meinen Loot selbst für mich. Servus. Ich hab einmal falsch geklickt. Nice. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. Mit einer guten Gruppe geht's ja eigentlich recht schnell. Eigentlich. Und bitte beachtet, da fahren mal die Hausmädchen. Sehen echt top aus. Ich habe zwar das Gefühl, ich darf wieder nicht so viel ziehen. Hey! Die Entfernung ist mir zu weit. Ja, okay, lauf keine weiter. Auch in Ordnung. Bleibst du auch immer an einer Stelle stehen? Vielleicht hört der Kerl, was ich sag. Also. So. Wollen wir nur mal was ausprobieren?
Hi. Ich weiß, es war jetzt nicht groß der Bringer, aber egal. Der Bank ist heiler, wenn du nicht schaffst, der NPC. Kommt mit. Put, put, put. Bitte nachhelfen. Beim Polen. Eine Hoffnung bin ich ganz lange brauchen. So, wunderbar. Sesam, öffne dich. Ich bin mal gespannt, wie viel Level wir hier drin machen. Also ich sag mindestens 2. Bin jetzt bei 39. Ich schätze, 2 wären es mindestens. Das wäre dann 41. Dann würde ich einmal das PvP nochmal und dann mal gucken, wie weit wir dann sind mit dem Workmoon. Lange. Dennoch bin ich jetzt gerade froh, dass ich diese Möglichkeit habe über den Inhaltshelfer. Ich glaube, sonst müsste ich da Ewigkeiten warten. Aber. Kommt wahrscheinlich nicht mit, oder? Doch, da. Also wir machen danach auf jeden Fall die Klassen in Ulda weiter. Weißt du doch nicht, welches schlimmere Übel ich wähle. Im Faustkampf habe ich jetzt nicht so viele Probleme mit. Aber ich weiß nicht, ob wir Thaumaturg oder Gladiator. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, welches für mich das schlimmere Übel ist. Welches ich eher aufschieben will. Ja, die funktionieren sich ja nicht. Wahrscheinlich wird es der Gladiator, aber ich weiß. Ich mag sie beide nicht. Sind beides furchtbar. Wobei ein Vorteil wäre, die Tanks jetzt schon hochzukriegen, weil die scheiß Indies habe ich noch nicht frei. Und wenn ich die jetzt auf 50 mache, wäre noch nicht verkehrt, ne? Dann bleibt mir zumindest mit einem Tank Stein eine Wacht erspart. Wahrscheinlich.
wie gesagt, ich wege das immer so ein bisschen ab. Auf der einen Seite hätte ich halt auch gerne halt wirklich die Schwingungskräfte halt schon mal weg. Bei Volkskämpfer geht halt doch und Hermetiker geht auch noch. Hermetiker ist halt einfach nur die Quest-Scheiße. Klassenquest. Poker, weiß ich nicht. Das hab ich auch noch nicht so die Lust drauf. Ich habe nur 4 Klassen, die ich nicht leiden kann. Beziehungsweise 2, die ich nicht leiden kann und 2, die ich ungern spiele. Tja, war dabei, ne? Mal gucken. Vielleicht erreichen wir die 50 heute noch gar nicht. Hab ja später angefangen als geplant. Ich wollte eigentlich um 14:15, da dachte ich aber, nein, die Katzen sind so süß. Die lagen alle so richtig niedlich neben mir im Bettchen. Dachte ich nur, nee, ich will nur nicht aufstehen. Oh. Nehmen wir mal die Viecher ab da. Einfach zu süß, um aufzustehen. Ja. Jetzt geht das Ganze ein bisschen schneller vonstatten. Ich werde mir aber auch gleich nochmal eine Decke holen. Weil es ist verteufelt kalt, nicht wahr? Aber für die ganz dicke ist es mir halt auch immer noch so zu warm. Ich habe hier ja einmal da hinten so ein richtig flauschiger. Aber dafür ist es wirklich noch zu warm. Mach ich aber nach der Emi. Gute Nacht, Hausmädchen. Tüdelü. Ich setze einfach mal so hier ein auf Tank. Die Spieler sind da hinten. Okay, es sind zu viele für die Gruppe. Definitiv. Ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich das jetzt mache. Nein, vielleicht wenn ein oder zwei weg sind. Dann ziehe ich den Rest so rüber. Da noch die Leichen fliegen. Und dann hole ich mir die anderen. Super. Dich hole ich mir auch mal. Das passt doch. Passt perfekt. Der Tank leidet ein bisschen, aber passt. Shoutout kommt sofort. Hallöchen, ihr Lieben. Wie war euer Stream? Moin, ist natürlich Hallöchen. Und Steffi, hallo. Ah, das Shoutout kommt gleich.
Aber es ist eben gerade keiner da. Jufut. Jufut, ich eile. Eile. Ju. Ha! Perfekt. was ist schön. Das freut mich. Freut mich. Den professionelles Gameplay versprochen. Wir sind gespannt. Na. Na, bei ihr doch immer. Cult of the Lamb. Kenn ich gar nicht. Erzählt mal, was ist das denn für ein Spiel? Ich habe vorhin zwar gesehen, dass du streamst, aber ich lag noch faul im Bett rum. Hab ich nämlich gerade noch erzählt. Ich war zu faul, um an den PC zu gehen. Ich hatte nur am Handy gesehen, dass du streamst und dachte, ach, schön. Vielleicht schaffe ich es so reinzugucken, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Die Katzen haben gewonnen. Die Kuscheleinheiten waren dann doch. Ja. Sie haben gewonnen, letzten Endes. Er freut mich, dass ihr hier seid. Wir machen jetzt erstmal den noch entspannten mit Final Fantasy. Um 20 Uhr kommen dann Together Games, also Wolfit und Dead by Daylight. Und ja. Das ist heute noch so hier geplant. Und wie gesagt, jetzt halt ein bisschen Final Fantasy noch. Ein bisschen entspannt den Abend starten. Und ja. Bisschen gemütlich. Bei dem wundervollen regnerischen Wetter. Wobei, als ich runtergegangen bin, schien die Sonne wieder ein bisschen. Aber zurzeit regnet es ja Gott sei Dank durch. Regen könnten wir echt gebrauchen. Okay, ich habe auf jeden Fall noch Zeit. Ja, noch eine ganz, ganz ecke Zeit. Weil irgendwie vergeht die Zeit heute enorm schnell, finde ich. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Und irgendwie. Ja. Und freut mich, dass ihr hier seid. Und vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Ich freue mich immer, wenn ihr hier bist. Oder ihr hier seid. Da freue ich mich immer. Ich weiß bis jetzt nicht mehr, wen ich angreifen muss. Ich habe eine Taktik, die ich nicht weiß. Egal. Ich mach einfach mal. Wäre jetzt falsch, kann es nicht sein. Ich glaub, ich musste jetzt eher als erstes ihn angreifen. Also rein theoretisch spielen wir auch gerade Story. Also wir sind noch ganz am Anfang unserer Reise hier. Ich hatte nämlich nur ein Char angefangen und ja, den spielen wir jetzt gerade. Nebenbei versuche ich alle Klassen, die es hier so gibt, auf 50 zu ziehen, die nicht gerade auf 50 starten. Und ja, so als kleine Randinfo, was wir hier machen. Ist jetzt auch gerade Story-Inhalt, wo wir drin sind. Und ja. Professionelle Synchronisation gibt's hier nicht. Ich stottere mir einfach zurecht beim Lesen, aber das passt schon irgendwie. Passt schon. Wie gesagt, dann ab 20 Uhr gibt's Golfit. Sofern ich dazwischen komme, aber bis hier war nichts an Absage. Also gehe ich mal davon aus, dass der Together-Abend startet. Ansonsten gibt's halt einfach nur Dead by Daylight. Was dann auch. Da finden sich genug Leute. Ich glaube, wir. Ich weiß gar nicht. Sind wir eine volle Gruppe? Weiß auch nicht mal, ob wir eine volle Gruppe sind. Also drei sind wir mindestens. Ich weiß aber nicht, ob wir vier oder fünf sind. Dann im Endeffekt. Aber das würde sich dann rausstellen. Jo. Ich habe keine Truppen gesehen in der Zeit. Ein Level habe ich. Kult of the Lamb kannst du mit deiner Community zusammenspielen, Entscheidungen treffen lassen und so weiter. Was quasi deinen Kult auf und dich auf Kreuzzüge gehst. Dies gemacht auch irgendwie brutal, aber lohnt sich. Okay, klingt echt cool. Klingt echt cool. Gibt's das bei Steam? Wahrscheinlich, ne? Ja, wenn ich das schreibe. Nicht, no.
Okay, dann gucke ich ja mal ganz kurz. Das Gute ist, ich bin in einer, nicht in einer offiziellen, sondern in einer NPC-Gruppe. Das heißt, ich kann nebenbei auch wunderbar gucken. Dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Ach, wird mir sogar direkt vorgeschlagen. Ach, geil. Also, ich habe ein Spiel, was ich mir erstmal auf die Wunschliste packe, ne? Und Steam spinnt schon wieder. Also nicht Steam, sondern OBS. Oh mein Gott. Es gibt sogar... Oh Gott, es gibt Errungenschaften. Ja, mein OBS spinnt wieder. Aber so, solange das Stream und alles gut läuft, sollte hoffentlich das lippen. Ich darf noch nicht mal zu sehr auf den Monitor achten. Ich darf nicht raustabben. Ich glaube, deswegen funktioniert auch das Steam-Overlay nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Egal. Es passt. Es läuft. Aber ich habe es mir erstmal auf die Wunschliste gepackt. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Sobald ich es mir holen kann. Sieht echt interessant aus. Und auch was du erzählt hast. Ist echt... Ich glaube, das wäre was für uns. Denke ich. Irgendwann mal. Wenn die Community da auch drauf hat. Das nächste Spiel, was sich meine Community jetzt ausgedacht hatte, was wir spielen, sobald Life is Strange durch ist, ist die Kingdom Hearts Reihe. Die spielen wir jetzt als nächstes dann. Muss ich noch gucken, ob ich das auf PS3 oder PS4 mache. Ich hab's auf beiden. Mal gucken. Ich hab mich noch nicht komplett entschieden. Am liebsten würde ich es auf PS4 machen. Muss ich jetzt aber so gucken, dass ich das dann spiele, wenn ich keine Serien gucken will. Ja, Kingdom Hearts ist voll toll. Da will ich nämlich die ganze Reihe spielen. Hat sich meine Community ausgesucht. Er hat mit ganzen 38% gewonnen, das Spiel. Ich freue mich da riesig drauf. Das wird so toll. Ja, das wird richtig toll. Vor allem die neuesten Teile. Gut, den dritten habe ich, glaube ich, bis zur Hälfte gespielt. Aber zum Beispiel Dream Drop Distance kenne ich zum Beispiel nicht. Und... Oh, ich glaube, Chain of Memories kannte ich auch nicht. Also ich kenne 1, 2, das bei Sleep. Und... 358,5 Tage oder wie das Spiel heißt. Das kenne ich. Aber die anderen leider noch nicht. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Aber erstmal spielen wir Life is Strange. Du kannst durch. Du musst erst überlegen, wie es heißt. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei der zweiten Episode. Das spielen wir dienstags und donnerstags. Wenn ich nicht gerade so irgendwas anderes bekomme. Und ja. Okay. Kriegen wir alles hin. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Vor allem, ich liebe ja bei Kingdom Hearts die ganzen Disney-Welten. Ich liebe sie einfach. Wir hatten jetzt die letzten Tage auch immer Dreamlight Valley gespielt. Das Disney-Spiel. Falls ich ja unten willst. Bin ich auch auf so einer kleinen Halbwolke. Obwohl ich anfangs gar nicht so begeistert war von dem Spiel. Ich habe zumindest nicht viel erwartet, sagen wir es so. Am Ende suchte ich es. Gerade privat, aber ich will es auch mal wieder spielen. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte. Und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Aber bist du wieder am PC? Danke für die 50 Bits. Und Bilbos Ansprache. Noch was Gutes, dass wir im Inhaltshelfer sind. Mir kann niemand meine LB klauen. Ui, das hat wenigstens doch gezählt. Oh mein Gott. Ich hab mich einfach zu viel umgedreht. Na gut, das hat ja noch gepasst. Das hat doch gepasst. Dann bin ich wieder am PC. Yay! Wahrscheinlich hast du meine Frage vorhin nicht mehr gehört. Was hast du dir denn zu essen gemacht?
Oder was gibt's dann bei dir? Weil du ja gesagt hast, du bereitest Essen vor. Was gibt es? Berichte. Bin neugierig. Ich habe nur keine Ahnung, was ich mir mache. Weil den Salat, den ich mir eigentlich mit für heute Abend aufheben wollte, den habe ich vorhin schon aufgegessen. 41, genau 2 Level. Yay, ich hab's gesagt. Gut. Ach du Scheiße.